Hallo Leute, und es ist soweit. Ja, ich freue mich wie ein Schnitzel. Wir sind hier beim großen Bundesliga-Check angekommen. Wie angekündigt, unter Umständen, wir müssen mal gucken, wie lange hier die Aufnahmezeit ist, unter Umständen splitten wir diese Folge in zwei Teile. Die kommt dann aber definitiv am gleichen Tag, relativ nah hintereinander. Nur ich will es nicht, dass es zu lang wird. Und morgen dann der nächste Teil oder die nächsten Teile und übermorgen dann der Abschluss. Wir haben uns das so vorgenommen, dass wir hier die Platzierungen umgekehrt durchgehen. Das heißt, wir fangen gleich mit Platz 18 an, werden da vergleichen. Also jeder von den Jungs hat seine Platzierung dem jeweiligen Verein zugewiesen oder umgekehrt und dann mit ein paar Stichpunkten begründet, warum er es so sieht. Ich denke, jetzt sagen wir erstmal hier Hallo zu Sebastian und Fabi. Hallo. 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 Der Sebastian-Anteil ist mir echt zu groß hier. Okay, passt auf. Ja, dann, wir wollen jetzt auch gar nicht auf Aktuelles eingehen. Wobei, ja, möglicherweise bei dem einen oder anderen Verein gibt es ja durchaus noch vielleicht irgendwie so ein aktuelles Gerücht oder irgendwie sowas in der Art. Dann kann man das natürlich gerne mit einfließen lassen. Ich glaube, ich habe sogar ein Team. Das dauert aber lange, da gibt es ein Gerücht zu, das fand ich sehr interessant, bestätigt aber auch das, was ich hier als Stichpunkt habe, klug eingekauft, aber das dauert noch einiges. So, wir fangen an mit Platz 18. Bolti, wen hast du auf 18? Achso, warte, stopp, bevor du deinen Spannungsmoment aufbaust. Ja. Nur zur Klarstellung, ne? Wir wollen eure Zeit nicht verplempern. Das hier spiegelt lediglich unsere Meinung wieder. Ne? Es kann sein, dass jemand irgendwie einen auf dem Platz hat, den wir gar nicht auf diesem Platz haben. Dann werden wir das natürlich ausdiskutieren. Den anderen vielleicht auch irgendwie als ahnungslosen Idioten darstellen. Aber ihr da zu Hause habt bestimmt eine ganz andere Platzierung im Kopf als wir. Würde uns natürlich tierisch interessieren, wenn ihr zu den jeweiligen Folgen, also wir machen das ja von 18 bis 12, von 12 bis 6 und war richtig? Ja, und von 6 bis 1. Irgendwie so. Und ihr dürft natürlich, ihr seid aufgefordert, sehr herzlich sogar, postet doch eure Einschätzung, wie ihr wo wen habt zu der jeweiligen Folge. Wäre ziemlich nice. So, Bolti, jetzt darfst du. Um den Spannungsbogen noch ein bisschen mehr aufzubauen. Nein, ich habe auf Platz 18 habe ich den FC Augsburg. Okay. Wer einfach hat noch jemand Augsburg auf 18? Du. Ja, ich habe Augsburg auch auf 18. Ich auch. Oh, ihr habt alle drei Augsburg auf 18, okay? Ich nicht. Ja, und wen hast du denn? Ich habe Freiburg. Freiburg? Ja, ich habe leider Freiburg. Aber Augsburg ist nicht weit weg. Hab lange hin und her überlegt. Lustigerweise habe ich tatsächlich für Freiburg auch Pluspunkte rausgesucht. Aber da komme ich dann gleich zu. Fang du mal an. Warum hast du Augsburg auf 18? Ja, ich habe Augsburg auf 18 aus mehreren Gründen. Zum einen eigentlich drei Stammspieler verloren mit Halil Altintop, auch wenn er schon 34 ist. Paul Verhoek, Kapitän, und Dominik Kohr. Ja. Waren für mich drei ganz wichtige Spieler bei Augsburg. Eingekauft haben sie Rani Khedira, der bislang in der Bundesliga noch gar nichts gerissen hat. Okay, Marcel Heller, aber das ist auch ein Außenstürmer, der nur laufen kann, gefühlt. Ist auch schon ein bisschen älter, glaube ich, ne? Ja, auch schon 31. Und wir haben ja zu Geschwindigkeit und Spieler schon mal was gesagt, ne? Was wir so dazu sagen. Ja. Und dann haben sie sich noch vom HSV Michael Gregoritsch geholt. Und das war's auch. Und das Problem. Ja, und halt noch einen 19-jährigen Cordova für 1 Million, der aber erst noch seine Jahre braucht. Ja, definitiv. Und den sehe ich auch noch gar nicht so weit, dass der in der Bundesliga irgendwas reißen kann. Der kommt aus Venezuela. Das kannst du abschicken. Das Problem, oder es gibt zwei große Gründe, neben den Transfers, warum ich Augsburg auf Platz 18 sehe. Zum einen der Trainer, Manuel Baum. Manuel Baum ist ein Trainer, der Fußball spielen will. Deshalb gab es ja bei Augsburg in der letzten Saison auch den Wechsel von Dirk Schuster auf Baum, weil Dirk Schuster halt das Darmstadt-Spiel nach Augsburg gemacht hat, also Mauern, dreckig spielen, kratzen, beißen und dann am Ende knapp gewinnen. Und Baum ist halt dieser neumodische Trainer, der spielerische Lösungen finden will, der wenig, weniger diese kratzen, beißen, sondern er will Fußball spielen, ne? Er will flach spielen, wenig hohe Bälle, und ich sehe einfach
nicht, dass er die Spieler dafür hat im Kader, die das umsetzen können. Das ist für mich ein großer Punkt, weshalb ich denke, dass Augsburg als 18er wird. Die werden in vielen Spielen gut mitspielen, aber dann werden sie es, weil sie mitspielen wollen, dadurch kaputt machen. Und der zweite Punkt ist, das ist so ein indirekter Übergang, dass ich einfach die Mannschaft auch nicht gut genug finde. Also, da gibt es fast auf jeder Position Fragezeichen, ob das von der Qualität her passt. Von der Qualität her ausreicht. Wenn ich mir Innenverteidiger angucke, ist das eine Vollkatastrophe. Boah, Hinteregger ist jetzt nicht so schlimm, glaube ich. Ja, aber aber ein Innenverteidiger hilft ja nicht. Dann den Namen kann ich gar nicht aussprechen. Kuvileov, Danzo, Friedrich, Kaltenbracker, Janka, Rieder, das ist nun. Puh. Ja, Kaltenbracker weiß auch, wie es läuft. Also. Er ist auch schon 32. Ja. Also ich sehe da echt wenig Spieler, die da positiv herausstechen können. Und das ist der Grund, weshalb ich denke, Augsburg belegt Platz 18. Fabi. Ja, also bei mir ist es ähnlich wie bei Bolti, aber natürlich zwei sehr wichtige Abgänge, vor allem Kor und Ferg, die waren einfach extrem wichtig. Und dann schauen wir uns das Team an. Und es ist einfach vom Alter her, es ist ein fertiges Team. Auch von der Qualität her einfach nicht Bundesliga-reif. Und von daher denke ich echt, dass die es ganz schwer haben werden und es definitiv nicht reichen wird. Zum einen, und zum anderen haben sie auch, so zumindest wenn man sich den Kader anguckt, auch noch einen recht großen Kader. Also wenn es dann mal schon in den ersten Spielen nicht läuft, dann kommen die, ich sag jetzt mal, die Bankdrücker der ersten Spiele und heulen rum, wieso sie nicht spielen. Was mir bei Augsburg aufgefallen ist, ist, dass das Mittelfeld relativ knapp besetzt ist. Stimmt. Also wir haben keinen Außenmittelfeldspieler, ja. Na gut, da werden die Flügel wahrscheinlich spielen, ja. Aber sie haben auch kaum was in der Zentrale. Da haben sie Bayer, klar, auch schon 33, Katscha, Kedira, Leitner. Moravec und Co. Ja. Das war's. Ja. Puffy. Ja, haut mich nicht um. Ja, also die viele Punkte wurden schon erwähnt. Also für mich sind die Neuzugänge auch nicht wirklich überzeugend. Anderes Problem, das ich halt sehe, ist, die haben zwar einen großen Kader, aber viele der Leistungsträger sind halt schon so ein bisschen älter. Der Schlüsselspieler, dann Verhaag ist jetzt noch gegangen. Ein riesiges Problem letzte Saison war schon, dass sie sehr, sehr wenig Tore erzielen und vor allem sehr, sehr wenig Stürmertore. Sie sind letztendlich abhängig davon, ob Finn Bogason fit ist. Und er ist halt selten fit. Dann das nächste Problem, der Trainer, wie Bolti schon erwähnte, ist ein Trainer, der aus der Jugend kommt. Ursprünglich, der hat noch nicht richtig groß im Profifußball gearbeitet, war irgendwie mal in der Jugend in Augsburg, hat dann unter Haching mal trainiert und unter Föhring, da wo er herkommt. Der ist geprägt von der neuen Fußballschule letztendlich, die beim DFB vermittelt wird. Mit diesem, wir wollen halt nicht nur bolzen, sondern wir wollen Fußball spielen. Und dafür hat er einfach in Augsburg meiner Meinung nach nicht das Potenzial an Spielern. Der Wechsel, der letzte Saison vorgenommen wurde von Schuster zu Baum, der war ja vom Verein so gewollt. Man wollte halt dieses Gebolz nicht haben. Aber ich glaube, dafür werden sie diese Saison bezahlen, weil ich glaube nicht, dass es nochmal so einfach ist, wie letzte Saison in der Liga zu bleiben. Ich glaube, die Liga ist dieses Jahr wesentlich ausgeglichener. Und Augsburg ist qualitativ schlechter geworden, meiner Einschätzung nach. Und darum wird es nur Platz 18 werden. Es wird oftmals gut aussehen. Aber in den entscheidenden Situationen, glaube ich, fehlt diesem Kader einfach die Qualität. Lustigerweise, als ich mir den Kader von Augsburg angeguckt hatte, dachte ich mir so, wow, die wollen mal auf Pace gehen. Ne? Und da passt die Spielweise ja eigentlich gar nicht zusammen. Ne? Ich meine, mit Schmied hast du einen, der die Außenbahn rauf und runter läuft wie ein Bekloppter. Mit Heller hast du jetzt einen schnellen Mann. Also gerade im Sturm sehe ich jetzt weniger das Problem, ne? Finn Bogason gerade erwähnt. Bobadilla müssen wir mal gucken, wenn er verletzungsfrei bleibt, ob er dann auch nochmal irgendwie Leistung findet. Also sehr viele Stürmer. Gregoritsch, den Transfer habe ich gar nicht verstanden. Er macht gar nicht Sinn. Den Preis. Ja, 5 Millionen oder so haben sie bezahlt? 5,5 sogar. Ja, das macht viel. Macht gar keinen Sinn. Verstehe ich nicht, weil du hast ja mit hast du auch noch einen Stürmer da rumliegen. Ja. Gut, der kann auch auf Außen ausweichen, aber. Ja, also die Kaderzusammensetzung fand ich äußerst kurios. Wenn man davon ausgeht, dass sie mit einem Stürmer spielen, haben sie eigentlich vier Optionen. Mit Finn Bogason, Bobadilla, Gregoritsch und G. Da ist eigentlich schon Ärger vorprogrammiert, um ehrlich zu sein. Ja. Na, Gregoritsch wird, ist zwar jetzt Mittelstürmer geführt, aber ich glaube, ja, Gregoritsch kann auch tiefer spielen. Genau, er wird eine Nummer tiefer spielen. Also wenn er spielen sollte. Und das mit den älteren Schlüsselspielern, wie ich halt meinte. Also der große Schlüsselspieler bei ihnen im Mittelfeld ist halt Bayer, muss man einfach so sagen. Und der ist 33. Mhm.
So, dann hast du den nächsten, auf den sie bauen natürlich, so ein bisschen Katscher, der ist 30, da kann man auch so sagen, okay, 30 geht noch, aber Carlsen Bracker ist halt auch 32, der ist eigentlich in der Verteidigung bei ihnen immer gesetzt. Darum sage ich, die älteren, also die Spieler, die gesetzt sind, sind alt oder älter. Man hat halt viele junge Spieler, warum man zum Beispiel für diesen aus Venezuela da 1 Million bezahlt hat, finde ich, ist ein Brot. Ne? Klar, man kann auch mal mit solchen Underdog in Anführungszeichen Glück haben, aber insgesamt glaube ich einfach, dass dort in der Nachbereitung der letzten Saison eine Menge nicht gestimmt hat, weil der Kader ist für mich nicht ausgewogen, Qualität für mich nicht so vorhanden, die Liga halten zu können. Und dazu kommt halt noch, dass die Philosophie von Augsburg halt sein wird, wir wollen Fußball spielen. Und ich glaube, mit dem Kader, unter den Voraussetzungen, musst du andere Art von Fußball spielen, um in der Liga zu bleiben. Da musst du wirklich dreckige Siege einfahren. Und dafür ist der Kader nicht gemacht. Der Trainer auch nicht. Es ist immer schwer zu sagen, ne? Wenn man sich einen jungen Spieler holt, das kann funktionieren, das muss nicht funktionieren, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber Stand heute, wenn man sich die Namen und den Kader mal durchliest, ich habe sie, wie gesagt, nicht weit weg. Und ich war halt ein bisschen überrascht, als ich mir das so ein bisschen angeguckt habe, dachte ich so, was haben die denn da vor? Ne? Aber ganz komisch, so ein bisschen eine Mischung aus allem. Ne? Wenn das eine nicht klappt hier mit Mitspielen, dann wollen wir auf Schnelligkeit setzen. Das kann funktionieren, gar keine Frage, aber ich sehe es eigentlich so wie ihr. Bin auch froh, dass ich dann gleich zu Augsburg relativ wenig sagen muss. So. Wurde ja schon fast alles gesagt. Ja, definitiv. Ich habe Freiburg, habe ich schon gesagt. Ja. Weil die ein echt fieses Auftaktprogramm haben. Ich müsste jetzt mal nachgucken, aber die haben direkt irgendwie, entweder so richtig, Spielplan, so richtig Gegner, die wo sie eigentlich schon punkten müssten. Und das sehe ich nicht. Ich habe Freiburg auch heute. Ich wollte kurz zum Spiel von Freiburg sagen: erster Spieltag zu Hause gegen Frankfurt. Genau. Dann in Leipzig. Dann gegen Dortmund. Ja. Leverkusen. Dann in Leverkusen und dann Hannover. Ja, und wenn du so einen Auftakt hast und gegen Leipzig, Dortmund, Leverkusen, Frankfurt muss man halt mal gucken. Ja, wenn du da mit Pech gehst mit 0 Punkten nach 4 Spielen raus, mit Pech. Ja, klar. Dann wird das nicht einfacher. Ja? Ganz schwer. Was wollte ich denn noch? Irgendwie hatte ich gerade Auftaktprogramm. Ja, irgendwas hatte ich und dann kam der Bolti. Ja, egal. Auftaktprogramm habe ich auf jeden Fall als Minuspunkt. Qualität auch im Mittelfeld für mich nicht ausreichend. Also da ist keiner, der irgendwie, wo ich sage, der sticht jetzt raus. Ja, brauchen wir hier Mike Franz mal vornehmen. Ich meine, klar, Streich schafft es, dass da der ein oder andere Spieler auf einmal irgendwie aus der Ecke kommt, der dann über sich hinaus wächst, aber ich sehe da nichts. Ich sehe da wirklich irgendwie nicht wirklich was. Es tut mir auch in der Seele weh, weil als Pluspunkt habe ich natürlich noch notiert, toller Trainer, tolle Arbeit, tolles Umfeld, gar keine Frage, aber ich glaube, Freiburg ist fällig. Und DFB-Pokal, das hatte ich gerade im Kopf, DFB-Pokalspiel gerade gesehen, das war auch alles andere als souverän. Pluspunkt, klingt jetzt blöd, aber das Ausscheiden in der Quali für die Euroleague. Definitiv ein Pluspunkt. Domžale. Aber reicht für mich trotzdem nicht. Qualität im Sturm habe ich auch noch aufgeschrieben. Als Plus. Weil ich glaube, Nils Petersen, da haben sie. Oh, der ist ja auch schon 28, sehe ich gerade. Mhm. Ich dachte, der wäre jünger. Nee. Okay. Der bringt auch Leistung. Ja, und Niederlechner habe ich auch noch da, also das ist jetzt, im Sturm ist das schon eigentlich gar nicht mal so schlecht. Auch die Abwehr finde ich gar nicht so schlecht, mit Zinünschi, Kempf und Lienhardt. Ja, Lienhardt bin ich gespannt, die Leihgabe von Real Madrid. Da weiß ich nicht, was du bekommst, aber vor allem Zinünschi und Kempf, wenn sie 14, finde ich nicht schlecht. Ah, so Jünschi-Dingsbums hatte seine guten Momente in der letzten Saison, ja, aber da gab es auch Sachen, wo ich dachte, könnte auch bei Dortmund spielen, ne? Pascal Schenzel, auch ein interessanter Spieler, auch von Dortmund gekommen. Den hatten sie ja, glaube ich, auch schon vorher ausgeliehen. Ne? Jetzt haben sie ihn verpflichtet. Muss man gucken. Aber ich fürchte, für Freiburg reicht es nicht. Dieses Jahr. Leider. Also ich kann es mir halt nicht vorstellen. Es ist viel Bauchgefühl dabei und viel, es tut mir leid, aber ich habe so das Gefühl, das klappt nicht. So,
Weil da haben wir jetzt eine Viertelstunde für einen Platz. Ja, dann kommt das ja ungefähr hin. Dann werden wir das wahrscheinlich splitten. Platz 17. Da werde ich definitiv was anderes haben als ihr. So viel kann ich schon mal versprechen. Ja, sind wir gespannt. Ja, was hast du denn? Ich habe Augsburg. Ha. Ja, gut. Entschuldigung. Begründung habt ihr alle schon gesagt. Fehlende Tiefe im Mittelfeld, Qualität im Kader. Der Trainer, das alles als Negativpunkte. Chor ist für mich einer, der richtig interessant gewesen wäre. Ja, und das ist für mich der Transfer schmerzt extrem. Ob er bei Leverkusen dann direkt Leistung bringt, das ist eine andere Frage. Aber den Chor hätte ich gerne noch mindestens ein Jahr in Freiburg gesehen. In Augsburg gesehen, ja. Ich habe leider keine Pluspunkte bei Augsburg gefunden, wo ich jetzt sage, oh, guck mal. Ja, sie haben viel Angebot im Sturm, aber viel Angebot heißt nicht unbedingt, dass da auch dann Qualität herrscht. Genau. Ja. Es kann sein, dass da einer funktioniert, kann auch sein, dass zwei funktionieren. Wenn zwei funktionieren, hast du wahrscheinlich schon wieder unter Umständen ein Problem. Wenn du mit einer Spitze spielst, dann ja. Ja, ne? Beide wollen spielen, dann zicken sie rum oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass dann auch die Stimmung sehr schnell schlecht wird. Ich habe leider keine positiven Sachen bei Augsburg bei mir aufgeschrieben. Fabi, wen hast du auf 17? Auf 17 habe ich Hannover. Sehr gut. Puffy? Hannover. Bolti? Ich habe den FSV Mainz 05 auf 17. Jetzt wird's interessant. Ja, dann hören wir uns erstmal die beiden Hannoveraner an. Die habe ich nämlich auch nicht so weit. Und Fabi? Fabi. Ja, okay. Dann beginnen Minuspunkt natürlich der Trainer. In der ersten Liga hat er sich nicht wirklich bewiesen, wenn man zurück auf Schalke. Naja, aber kurz mal, um da gleich mal reinzukrätschen. Er hat einen besseren Punkteschnitt als viele andere Trainer auf Schalke und mit Paderborn kann man noch nicht erwarten, dass man die Klasse hält. Ich habe auch Minuspunkt schlechter Trainer bei Hannover. Ja. Also genau die gleiche Kacke. Und du musst hier gar nicht reden, du hast Mainz so weit unten. Das ist ja unglaublich. Er hat ja überhaupt Gedanken immer, da gibt's. Also ein Punkteschnitt von 1,59 finde ich jetzt nicht ganz so verkehrt. Nee. Bei Schalke, also. Mit dem Nee, also keine Ahnung. Lass mal Fabi erstmal weiter. Genau. Dann zu den Transfers, die sehen zwar ganz okay aus, aber die meisten, wenn sie sich angucken, Korpen, Schwegler, sind alle Spieler, die sich bei ihrem Verein nicht durchsetzen können und konnten und sich halt immer beweisen müssen, dass sie wirklich das drauf haben, was man denkt, was sie können. Und wenn man davon ausgeht, dass sie das jetzt nicht wirklich genauso erfüllen, wie man es sich erwartet, fehlt es dann einfach auch da wieder an Qualität der Spieler und darum liegt die Qualität. Um da die Klasse zu halten. So. Okay. Puffy. Ja, also ähnlicher Punkt wie Fabi auch. Ich halte sowohl vom Trainer als auch vom Manager nicht wirklich viel. Ich finde, der Kader ist unzureichend für die erste Liga verstärkt worden. Also mit Oschole, Korb, Schwegler, Esser. Das sind alles Leute, die Bundesliga gespielt hatten. Aber ich glaube, die helfen der Mannschaft nicht wirklich groß weiter. Ich fand sie auch, da ja der Grundstock dieser Mannschaft ja geblieben ist, ich fand sie letztes Jahr in der zweiten Liga, spielerisch schon nicht gut, eher unterdurchschnittlich, obwohl sie... Das war eine Vollkatastrophe spielerisch. Darum bin ich halt. Obwohl ich sagen muss, rein vom Kader für eine zweite Liga war es eine Top-Mannschaft, da hätte wesentlich mehr kommen müssen. Ich finde, die haben letzte Saison wenig Torgefahr aus dem Mittelfeld und aus dem Sturm heraus erzeugt. Das wird in der ersten Liga nicht anders sein. Ich finde sogar, der Sturm ist teilweise Bundesliga untauglich, weil ich halte weder von Harnik noch von Füllkrug etwas. Und wenn bei Hannover irgendetwas gehen sollte, dann wird es über Standards funktionieren. Ja, einfach, ich finde einfach, die haben keine gute Arbeit gemacht in der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison. Und in Kombination mit dem Trainer, von dem ich wirklich nichts halte, muss ich ehrlich sagen, wird es Platz 17. So, jetzt seid ihr dran. Also ich habe Hannover einen Tick weiter höher als ihr, dazu kommen wir gleich noch. Aber ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir schon bei 96 sind, den man ansprechen sollte, ist auch den Präsidenten Martin Kind und dass es da im Verein wieder totalen Terz gibt. Was anzusehen war. Aber 50 plus 1. Umfeld habe ich auch ganz klar Minus 50 plus 1, ja. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es wird, glaube ich, gestern Abend beschlossen, dass die Ultras wieder aus der Arena abhauen. Das heißt, du wirst wieder 34 Auswärtsspiele haben. Alle 5? Ja, das alle 5 Ultras, oder? Naja, sind schon ein paar mehr, muss man schon fairerweise sagen.
Aber es wird wieder nur Stimmung sein, wie es schon mal war. Und das kann auch in dieser Aufstiegs-Euphorie eigentlich nicht helfen. Ja. Muss man so sagen. Ich hatte eine 96 bei mir noch einen Tick weiter höher, als sie jetzt sind. Aber aufgrund der auch jetzt wegen, dass die Ultras nicht da sind, macht man sich vor, man sagt immer so, es macht keinen Unterschied, die Stimmung in der eigenen Arena, aber es macht einen Unterschied. Also wenn du da richtig gepusht wirst von den Fans. Es kann nochmal diese Extra-Motivation geben. Klar. Kommt auf die Spielertypen an. Ja, klar. Mit Prip hast du aber durchaus, und auch mit Harnik hast du auch schon mal einen oder zwei, die definitiv darauf, ein bisschen dann ein paar Prozent mehr rausholen. Ja. Und das ist zumindest was ich zu 96 noch loswerden sollte. Chris, da kriege ich natürlich als jemand, der in der Nähe von Hannover wohnt, eigentlich alles mit. Gut, aber du hattest nicht Hannover. Nee, ich hatte den FSV Mainz 05 als auf Platz 17. Da bin ich auf die Begründung gespannt. Ist das so? Also letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre, schon auf Platz 15 gewesen. Trainer entlassen mit Sandro Schwarz jetzt. Also einen typischen Mainzer Trainer, war vorher ja Trainer der zweiten Mannschaft. Die abgestiegen ist? Ja, ich wollte gerade sagen, die abgestiegen ist. Gut, ist eine zweite Mannschaft, kann man jetzt so oder so sehen. Das überzeugt mich erstmal schon mal gar nicht. Was man fairerweise sagen muss, weshalb man auch, klar, man kann anderer Meinung sein, haben jetzt nicht großartig viel Spieler verloren, haben klar Cordoba verloren und noch einen Linksverteidiger, Bengtsson. Aber im Großen und Ganzen, ja, Ramalho Lai ist vorbei, Krikic ist weg. Na gut, Krikic, ob der jetzt, ne? Genau. Haben meiner Meinung nach durchaus, ja, ich würde sagen, vier ordentliche Spieler geholt. Mit Viktor Fischer war mal ein ganz großes Talent. Ich bin begeistert von drei dieser Transfers auf jeden Fall. Dann Maxim und Diallo. Dann haben sie sich noch René Adler geholt, aber Kodro. Den nun hast du noch nicht. Und Kodro. Weshalb ich sie auf Platz 17 sehe, ist zum einen der Trainer. Kann ich gar nicht einschätzen, halte ich gar nichts, wenn du mit der zweiten Mannschaft schon so abgeschlagen letzter wirst, glaube ich, waren sie. Befürchte ich echt Schlimmes. Zudem finde ich den Kader, muss ich ehrlich sagen, auch nicht gut. Ich sehe ähnlich wie bei Augsburg auf jeder Position ein Fragezeichen, ob es nun im Tor ist. Beim besten Willen, Adler ist seit 7 Jahren nur noch ein Schatten seiner selbst. Innenverteidigung finde ich nicht gut, Außenverteidiger finde ich gut. Zentrales Mittelfeld ist vielleicht noch, oder das Mittelfeld ist vielleicht noch ihre Stärke mit Maxim, mit José Rodríguez und mit Fabian Frey und Latzer. Ja, aber ich finde den Kader wirklich nicht gut und auf jeder Position Fragezeichen. Der Topstürmer ist dann mit Cordoba auch noch weg. Das sind so für mich die Gründe. Ein bisschen vergleichbar mit halt echt mit Augsburg, meiner Meinung nach, dass ich den Kader auch echt nicht gut genug finde. Und das sind so die Gründe. Letztes Jahr auch schon 15, das sind die Gründe, weshalb ich Mainz auf 17 sehe. Ich bin gespannt, wo die anderen Jungs Mainz sehen. Weil, ich auch. Ja, da bin ich jetzt wirklich. Ich glaube, das ist generell interessant. Das habe ich mir schon gedacht, als du Freiburg auf 18 gesetzt hast. Hä? So andersrum, weil ich weiß ja, wo ich Freiburg gesetzt habe. Ja, und okay. So rum meinte ich das. Ja, ja, klar. Aber ich denke, umso höher wir auch kommen, desto interessanter wird es. Wobei ich ziemlich sicher bin, dass auch die eine oder andere Mannschaft gleich schon für Erstaunen sorgen wird, für weiteres Erstaunen. Ja, wie gesagt, ich habe Augsburg, ihr habt 96. Hannover. Genau, 96 und du hast Mainz, ja. Ja. Ihr schickt mir nachher sowieso nochmal die Tabelle zu, die ihr da gemacht habt. Dann werde ich das als Bild natürlich dann immer einblenden, wo wir dann was haben, damit die Zuschauer noch einen guten Überblick haben. Okay, ja, Platz 17 ging noch relativ zügig, war aber interessant. Ja. Platz 16 fängt der Puffy mal an. SC Freiburg. Okay, also haben wir, glaube ich, Freiburg, wenn ich mich jetzt nicht irre, alle, Relegation oder Abstieg? Ja, ich habe Freiburg aus 16, ja. Ich habe Freiburg noch gar nicht. Achso, du hattest Freiburg noch gar nicht, okay. Nee. Okay. Fabi, du hast Freiburg auch auf 16? Ja. Okay. Fabi und Puffy, ihr seid euch da oft einig, ne? Find ich Habt gut. ihr euch abgesprochen oder was? André, wen hast du denn auf 16? Ich habe Hannover auf 16. Okay, also einfach bei uns ja, schlechter Trainer, wurde schon gesagt. Umfeld, kann ich mir vorstellen, dass das noch sich ein paar Wochen hinzieht.
Und Qualität im Sturm, das ist ja, weiß ich nicht. Wen hast du auf 16, Bolti? Ich habe den Hamburger Sportverein auf 16. Also ich muss ja trotzdem anfangen, weil ich ja mit Freiburg, ja. Weil du mich gefragt hattest. Also ich glaube einfach, Freiburg wird auf den Relegationsplatz kommen, weil ich glaube, die Abgänge, die sie hatten, waren schmerzhaft. Man hat hat ihren besten Spieler mit Grifo verloren, der sowohl bei Standards als auch bei Vorlagen, Tore selbst sehr, sehr effektiv war. Darum geht Freiburg diese Saison für mich aus dem Mittelfeld viel Torgefahr flöten. Dazu hat man halt für viel Geld auch noch Philipp veräußert. Und für mich ist die Frage, ob die Neuzugänge, die man geholt hat, diesen Verlust kompensieren können. Man kann ja die Neuzugänge sich mal angucken. Man hat sich halt Stenzel geholt, der war ausgeliehen, jetzt fest verpflichtet, glaube ich, von Dortmund. Dann hat man sich Lienhardt ausgeliehen von Real Madrid. Klar, hört sich gut an, Real Madrid, aber Fakt ist, hat bei Real halt auch nur in der zweiten gespielt. Man hat sich kurz vor Schluss nochmal Terracino geholt, der war bei Hoffenheim, glaube ich, und hat jetzt Niederlechner fest verpflichtet, der schon da gespielt hatte. Also ich glaube einfach, dass diese Abgänge nicht kompensiert werden können. Ich denke, diesem Kader fehlt in der Breite individuelle Klasse und auf bestimmten Schlüsselpositionen, gerade aus dem Mittelfeld heraus Tore zu erzielen, sehe ich als ein Problem an. Ihr Sturm, wie wir ja vorher schon gesagt hatten, ist vielleicht gar nicht so schlecht mit Pedersen und mit Niederlechner, da versprechen Tore, ja, also da kann man sagen, okay, dann so für 10 sind sie beide gut jeweils, das ist okay, aber insgesamt glaube ich einfach, dass die Qualität nicht reichen wird und dann kommt natürlich noch erschwerend dazu, sie haben jetzt schon ein paar Verletzte, heißt, der sowieso schon, finde ich, limitierte Kader ist noch mehr eingeschränkt und dann haben sie wirklich ein hammerhartes Auftaktprogramm, heißt, es ist zu erwarten, dass es ein schlechter Start wird und dann bist du unten drin in diesem dieser Abstiegsspirale, in den Abstiegskampf. Und ich glaube, daraus können sie sich nicht direkt befreien, sondern werden am Ende 16. werden. Ja. So. Fabi, hast du da was hinzuzufügen? Ja, also ich finde generell, wenn man sich das Mittelfeld anguckt, ist das nicht Bundesliga-reif. Also man merkt echt, dass da zwei sehr wichtige Spieler weggefallen sind. Dann schaut man, wer da noch ist, ein Höfler, ein Abraschi, ein Schuster, Mike Franzen und ein Sierro und halt ein geliehener Kapuzka ist für mich nicht Bundesliga-reif. Da fehlt halt echt ein Grifo und ein Philipp, die sehr viel gemacht haben. Und da wird dann halt ganz viel fehlen. Die Abwehr ist auch noch jung. Da ist auch mal ein Fragezeichen hinter. Wie ein Söjünki, ein Kempf, ein Stenzel, ein Günther. Werden die direkt in die Saison reinkommen und dann bleibt halt nur noch der Sturm. Und ein Sturm alleine kann man nicht die Klasse halten. Ja, zu Freiburg habe ich noch eins vergessen. Die haben für mich so einen mit der sympathischsten Trainer der Liga. Wer sich das Interview mal angehört hat, wie er sich zum Neymar-Wechsel äußert, der muss sagen, der kriegt fast Tränen in den Augen. Ja, Streich hat schon zu diversen Themen einfach Sachen gesagt, wo ich mir einfach denke, Alter, ne, genau so. Ja. In den letzten Monaten immer sachlich. Aber ne, straight, also immer direkt raus, wie er das empfindet. Und ich saß da wirklich so häufig und habe gesagt, ey, toller Mann. Aber auch halt ein Trainer, der wirklich nur meiner Ansicht nach bei so Vereinen wie Freiburg funktioniert. Wo er Ruhe hat, ja, wo er arbeiten kann, wo er seine Philosophie durchsetzen kann. Und ja, wo es auch egal ist, wenn er vielleicht absteigen sollte, ich glaube, den werden sie nicht feuern. Ja. Glaube ich einfach. Der ist da so verankert. Freiburg weiß um den Stellenwert von ihrem Trainer. Die wissen auch, wie sie sich als Verein einzuordnen haben im deutschen Profifußball. Die wissen, okay, wir können erste Liga spielen. Ne? Wir können aber auch, halt, das kann auch Jahre geben, wo es halt nicht reicht, dann sind wir halt zweite Liga. Und die bleiben ihrer Linie ja eigentlich, wenn man realistisch ist, seit 30 Jahren mehr oder weniger treu. Ja. Ne? Es gab nur eine Ausnahme, der hieß Robin Dutt. Den haben sie dann mal ganz schnell wieder rausgeworfen. Ja, aber in der Regel bleiben sie halt ihrer Linie treu. Und ich glaube, das ist auch die große Stärke von Freiburg. Genau, als Jugendspieler, wenn du es bei anderen Bundesliga-Vereinen nicht direkt in den Kader schaffst und du ein Angebot von Freiburg hast, würde ich immer sagen, geh dahin, weil da ist die Chance mit am größten in Deutschland, dass es hier was wird. Ja. Da hat man auch sehr viel Zeit. Also, ja, klar. Wenn man ja nicht klappt, dann ist halt noch 2-3 Jahre. Genau. Ja, also Ich, bevor wir zu Baltis Hamburg kommen, ich glaube, keiner hier in der Runde wünscht sich, dass Freiburg 16. oder tiefer stehen wird. Also, wenn es nach den Wünschen geht, würde ich sagen, ja, ganz klar Klassenerhalt. Ja, sichert das Mittelfeld und dann
und dann in Ruhe weiterarbeiten, weil ich finde es immer interessant, auch die Fans sind toll und ja, schöne Stadt. Einfach ein sympathischer Verein. Absolut, muss man sagen. Ja, absolut. Ja. So, Bolti, jetzt bin ich äußerst gespannt auf den HSV. Beim HSV, ja, einen Abgang haben wir schon angesprochen, Grigoric. Ansonsten haben sie noch Giroud abgegeben, Ostschorlik hatten wir, glaube ich, auch schon angesprochen zu 96, Adler auch schon. Waren jetzt nicht so die, ich sag jetzt mal, ja, ein, zwei waren schon wichtig, aber tut dir jetzt nicht weh, haben dafür Papadopoulos fest verpflichtet, haben sich André Hahn geholt, Polasbeck, einen 18-jährigen Innenverteidiger aus Holland und der Bjarne Tölke vom KST. Auf dem Blatt Papier ist das bei Hamburg wie in den letzten Jahren auch. Der Kader ist meiner Meinung nach deutlich besser als zum Beispiel der von Freiburg, als von Mainz, als von Augsburg. Haben aber meiner Meinung nach einen richtig schlechten Trainer mit Markus Gisdol. Meine Einschätzung zu Gisdol, aber einige finden ihn gut. Ich halte von ihm gar nichts, hat mich bei Hoffenheim nie überzeugt. Jetzt bei Hamburg in der letzten Saison auch gar nicht. Haben letztes Jahr auch wieder nur sich zum Klassenhalt geduselt. Also ja, haben sich dann wieder mit Glück gehabt. Was ich halt dann noch habe, ist, dass der Verein unfassbar große Ambitionen hat. Da wird fast vor jeder Saison geredet, ja, Europa League. Ja gut, wenn die das Auftaktspiel gewinnen, ist es direkt Meisterschaft Champions League. Ja. Umfeld ist in Hamburg wirklich schwierig. Genau. Ja. Umfeld ist eine Katastrophe, da ist von Tag 1 Unruhe. Verlieren sie die ersten beiden Spiele, dann ist es direkt wieder eine Trainerdiskussion am Start. In diesem Verein ist es somit der lustigste Verein der Liga. Ja, es gibt da noch einen anderen lustigen, finde ich. Ja, was das so mit angeht. Ja. Also man hat beim HSV immer was zum Lachen und vom Kader her sind sie meiner Meinung nach deutlich besser als Platz 16 einzuschätzen, aber vom Umfeld her, vom Trainer her, da reicht es für mich da nicht. Sie höher einzuschätzen, da werden sie vor allem auch, in den letzten Jahren haben sie auch oft profitiert, weil dann so Vereine in der ersten Jahr waren wie Braunschweig, Fürth, Darmstadt, Ingolstadt, die einfach nicht die Qualität hatten, um ehrlich zu sein. Und dieses Jahr könnte man das vielleicht ein bisschen auf Mainz und Augsburg und Freiburg, wenn laut eurer Meinung oder laut Einschätzung übernehmen, aber auch diese Vereine sind noch besser als in den letzten Jahren Braunschweig, Fürth und wie ich sie gerade schon genannt habe. Und da wird sich der HSV meiner Meinung nach extrem, wirklich sehr extrem schwer tun. Ich bin gespannt, wo die anderen beiden Jungs den HSV wahrscheinlich auch. Weil ich gehe mal davon aus, sie haben ihn auf dem gleichen Platz. Das wird sich so jetzt noch so durchziehen. es wird lange dauern, bis ich zum HSV komme. So viel kann ich hier schon mal versprechen. Und deshalb, erstmal sage ich dazu nichts. Komme ich dann zu, wenn es soweit ist. Klar. Genau. Interessant, ja, HSV. Natürlich, klar, wenn man die letzten Jahre nimmt, die Tendenz lässt sich relativ einfach ablesen. Aber, ja, gut. Hat noch irgendjemand was zu irgendeinem Platz zu sagen? Wollt ihr vielleicht, ich wollte gerade sagen, Paffi, Fabi, noch mal was über meine Einschätzung zum HSV. Der HSV kommt ja noch. Ja. Genau, das ist jetzt schwierig. Ich wollte auch gerade fragen, was sagen denn die anderen beiden Jungs zu Boltis Platzierung schon. Und ja, ich glaube, wenn ihr seht, wo ich den HSV hingesetzt habe und meine Erklärung, werdet ihr euch fragen, warum ich ihn da hinsetze. Aber ich sage einfach, es wird dies Jahr, ist halt HSV. Ja, so, ja, mehr will ich nicht sagen. Dazu. Ich glaube, wir nähern uns da beim HSV auch wirklich einer ähnlichen Platzierung. Ich bin sehr gespannt. Gut, das war Platz 18, 17, 16. Wir haben jetzt 34 Minuten. Ich würde sagen, pass auf, weil ich rechne jetzt einfach nochmal eine ähnliche Zeit drauf. Heißt, an der Stelle endet diese Folge jetzt erstmal. Wir wollen euch auch nicht überfordern. Ne? Einige sagen jetzt hier, halbe Stunde kann ich mir gut reintun. Und die nächste gesplittete Folge zu dieser, also ist ja eine Doppelfolge, die könnt ihr dann natürlich direkt im Anschluss gucken. Oder ihr sagt, ich mache jetzt erstmal hier Pipi-Pause oder sowas. Oder ihr sagt, ist der Bolti denn wahnsinnig? Ja, Mainz und Hamburg so schlecht und jetzt müsst ihr euch erstmal irgendwie Baldrian reintun oder so. Oder ihr wollt in die Tasten hauen und zu diesen Platzierungen schon mal schreiben. Das könnt ihr dann jetzt genau an dieser Stelle tun. Hier die Folge endet und die nächste ist dann, wie gesagt, ich werde wohl eine halbe Stunde irgendwie zwischen den Folgen irgendwie haben.
bis die dann online geschaltet werden. Das heißt, wenn ihr jetzt hiermit durch seid, könnt ihr direkt auch schon im Anschluss mit der nächsten Folge weitermachen. So. Das heißt, wir müssen uns auch gar nicht jetzt verabschieden hier. Ne? Wir machen einfach Stopp und wir hören uns dann in der zweiten Folge von der ersten Staffel. Bis gleich.